Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Mondschein, ich meine die Reise nach Norn. Dein DSD Steve und eurem Cloud mit den 4-8. Ja, im letzten Part haben wir Faren und Lisa kennengelernt. Beide haben ja ihr Gedächtnis verloren und reisen deswegen gerade Richtung Norden, also an einem Strand im Süden dieser Insel oder Kontinents gelandet sind. Genau. Was sind das für ein Vieh? Das mag uns wohl nicht, ja? Sieht aus, als wäre es ziemlich sauer. Du hast ein Vieh genannt, ja? Glaub's nicht. Mach dich kampfbereit. Natürlich. Ja, Bosskampf. Wassergeisterschein. Das ist die Standardkampfmusik aus dem XP, glaube ich sogar. Dann wir machen erstmal einen Schlachtruf oder so. Wir erhöhen unseren Angriff. Au. Sturmattacke und sie soll mal... eine Erdbeere auf Fahren werfen. Das hat 23 Schaden gemacht, ja. Die macht einen Kreuzschlag. Ja, 14. Okay. So, 22. Mach mal hier in Gruppen hier, ja. Also 20 ist wieder der Grund hier sozusagen. Ja, und genau. Dann kommt halt wieder ihre Fähigkeit um. Ihr zieht TP ab. Ist ja eklig. Ja, nicht. Ja, genau. Das ging ja. Serum. Schlachtruf 2 gelernt. Auf der alte ist jetzt weg. Nein. Nein, natürlich nicht. Der wird um 10. Ah. Also du siehst, ja, wir werden jetzt hier zugemüllt. Also zugemüllt mit doppelten Skills, die eigentlich dasselbe machen, nur ein bisschen stärker. Dafür lernen wir halt hier deutlich mehr Fähigkeiten, wie du siehst. Ja, also wir lernen hier schon. Ich schon ja. Zwei Äpfel. Die heim wahrscheinlich wieder. 50. Ja. Ah, okay. Zum Traumzug war ja für TP und Apfel scheinbar für HP das entsprechende Item. Und ja. Sieh an! Eine Stadt! Wir müssen fragen, wie mal jemanden, wo wir hier sind. Verzeihung, können Sie uns bitte sagen, wo wir hier sind? Ihr seid in Marlis. Wisst ihr das nicht? So kommt ihr durch den Südwald. Bis ist noch nie niemand aus diesem Weg zu uns gekommen. Nun, das mag jetzt etwas komisch klingen, aber... wir haben beide unser Gedächtnis verloren. Was hat das damit zu tun, warum sie aus dem Südwald kommen? Ja, wir sind beide an einem Strand im Süden aufgewacht. Und jetzt suchen wir nach Antworten. Sie wissen nicht zufällig, ob zwei Leute als vermisst gemeldet wurden. Ja, und die Charaktere stellen logische Fragen. Ein gewisser... ja? Alan? Ja? Hat geschlussfolgert, nachdem er in einer Stadt war, ja. Und so böse König gewesen sein. Wo ihn niemand kannte, ja. Aber er ja so bekannt ist, also kommt er nicht daher. Also so ganz seltsame Schlussfolgerung. Und weil er ein Riesen, also ein Riese ist, hat er festgestellt, dass er in einem Tal ist. Das fand ich war die coolste Schlussfolgerung von Alan im ersten Teil.
dass er erkannt hat, dass er in einem Tal ist. Wofür es aber keinen Indiz gab, weil er einfach nur in einem Wald und auf einer Wiese war, ja? Mhm. Und das nur wissen konnte, weil er... Also er müsste quasi so groß sein wie die Figur sozusagen, ja? Das aber keinen Sinn ergibt. Nicht, dass ich wüsste. Tut mir leid. Aber da kann ich euch auch nicht helfen. Fragt doch mal den Bürgermeister. Er weiß immer Rat. Wo finden wir ihn denn? In dem großen Gebäude, geradeaus. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Vielen Dank. Nicht zu danken. Hoffe, ihr könnt euer Problem lösen. Das hoffen wir auch. Du, Farin? Urlaub? Ja? Meine Füße tun weh. Können wir uns nicht erstmal in irgendein Inn gehen und uns ausruhen? Was du das sagst. Ich fühle mich auch ziemlich erschöpft. Die vielen Kämpfe waren ganz schön anstrengend. Das ist ja gut, ganz ganz toll, dass die Gegner alle Gold droppen oder Falk. Ne? Ja. Dann haben wir auch etwas, um das Inn zu bezahlen. Ja, ich habe noch überall Kratzer von den Fledermäusen. Also ruhen wir uns erstmal aus, okay? Okay, dann sehen wir weiter. Einmal Plot schlafen, okay. Verschlossen. Ne? Hey, was willst du in meinem Zimmer? Mich umsehen? Pa, du willst bestimmt nur meine Gundam-Robo-Sammlung klauen. Da hat er recht. Ja, sicher. Ich sehe aber keine Gundam-Robo-Sammlung. Salz, wo hab ich nur das Salz hingestellt? Oh, da blinkt was. Nicht schlecht. 3 Trauben sogar gefunden. Silbermünze. Der NPC steht neben dir. Loot. Was zum Teufel ist uns in meinem Vorratskeller? Essen. Wir waren gerade in der Gegend und dachten uns, raus hier! Hey, hast du schon das Haus mit dem Schild gesehen, wo ein Sack aufgemalt ist? Nö, noch nicht gesehen. Weißt du, was das ist? Eine Filiale der Quest-Agentur. Die Quest-Agentur? Okay, gut. Dort kannst du kleine Aufgaben erledigen, für die du dann Erfahrungspunkte erhältst. Hört sich gut an, nicht wahr? Willst du vielleicht mal eingehen? Danke, Don Miguel. Ich muss doch bitten. Was darf es denn sein? So. Da, ihr könnt malt. Preise sind auch vollkommen fein, finde ich. Ja. Halt die Ohren steif. Verdammt, ich hab Hunger. Wann ist sie endlich mit dem Essen fertig? Blinkt's wieder? Tralli und Trala, Käse hier und Schinken da. Heirate mich natürlich, ne? Käse und Schinken nur. Oh, was für ein niedliches Kätzchen. So, wir haben uns ja gefunden. Dafür beklauen wir euch erstmal. Du bist abgeschlossen. Schade. Ja, er war noch so jung. Kleiner Hinweis, Leute. Ja, einfach weil ich in der Branche mal gearbeitet habe, ja? Ja. Und jetzt sage ich euch was, wenn das viele jetzt abstreiten werden, aber ich gebe euch einen Tipp. Man sagt herzliches Beileid nicht.
Es sei, weil, ja, mit herzlich. Also, etwas was Positives. Ne? Genau. Mhm. Und deswegen, und auch ja, da steht auf irgendwelchen Grußkarten drauf. Das wird es damit nicht besser. Wenn ihr was sagen wollt, dann sagt ihr einfach mein Beileid, wenn ihr eine fremde Person seid. Das sagt alles aus, ja, mein Beileid. Und wenn ihr die Person erkanntet und das auch ernst meint, dann sagt ihr statt herzliches Beileid lieber mein tief empfundenes Beileid. Denn das ist genau das, was ihr damit ausdrücken wollt. Ja, das. Und dann benutzt ihr diesen Begriff dadurch nicht. Denn ja, dieses herzlich kann bei Leuten auch sehr, sehr negativ aufstoßen. Und nur weil es weit verbreitet ist, wird es dadurch nicht besser. Viele sagen auch Einzigste. Wird dadurch aber nicht besser. Ja, deswegen mein Tipp. Herzliches Beileid. Ihr sagt, ja, herzlichen Geburtstag. Ja? Aber nicht herzliches Beileid. Ja, Kopf hoch. Es muss sehr schmerzhaft für sie sein. Aber das Leben geht weiter. Da hast du recht. Trotzdem werde ich noch sehr lange trauern. Vor allem ist herzlich deswegen auch oft eher unpassend, weil ganz oft sagt man es ja dann auch, wird es auch zu Leuten gesagt, die man nicht mal wirklich kennt. Mm. Wenn man erfährt irgendwie, ja, hier, was weiß ich, Person X ist schon neulich gestorben und dann sagt man, ja, herzliches Beileid, okay, was bedeutet das herzlich denn? Ich kenne die Person ja nicht mal. So. Wir sollten uns erstmal ins Schlafen legen. Guten Tag, wir hätten gerne ein Zimmer. Herzlichen Glückwunsch. Wie bitte? Die sind unsere 10.000. Gast. Wow, habe ich was gewonnen? Oh ja, Sie und eine weitere Person dürfen eine Nacht umsonst in unserem wunderbaren Hotel verbringen. Na mal hin, ne? Also wenn du jetzt beim Händler all dein Geld rausgehauen hast, ja, dann bist du jetzt nicht geblockt. Richtig. Du müsstest was verkaufen. Ist das alles? Sie müssen den Preis ja nicht annehmen. Doch, doch, nehmen wir. Und wir möchten gerne sofort hierbleiben. Sehr schön. Euch geht das erste Zimmer gleich die Treppe hoch. Einen angenehmen Aufenthalt wünsche ich. Dieses Hotel verfügt über einen überdurchschnittlich hohen Standard an Komfort. Danke für die Info. Oh, das ist ja nur ein Bett. Ach, verdammt. Mm. Oh, das ist ja traurig, dass wir in einem Bett schlafen müssen. Ach, lass mich raten, er muss rausgehen und was. Nur ein Bett. Na, ich denke mal, warum, leider ist es manchmal so, warum auch immer, dass da keine Wegbefehl war. Ja, ist ja nicht so schlimm, ist nur ein, können wir zusammenschlafen. Irgendwas hat er gesagt in der Richtung. Du schläfst auf dem Boden. Gebongt. Wie gebongt? Kannst mich mal. Na, wenigstens der Teppich weich. Guck mal, wir spielen keine Arschlöcher. Doch, doch. Farin, bist du wach? Nein, ich schlafe. Ja. Jetzt schon. Du, Farin? Ja. Meinst du, wir werden je erfahren, was mit uns passiert ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn nicht,
werden wir wohl damit leben müssen. Naja. Warten wir am besten ab, was der Bürgermeister morgen sagt. Achso. Ja, genau. Aber ja, das hast du schon. Okay. Auf zum Bürgermeister. Aber erstmal müssen wir den Kronkorken einsammeln. Ich meine natürlich Silbermünze. Hallo, ich komme vom südlichen Kontinent Salabat und mache hier Ferien. Was führt Sie hierher? Ich bin ohne Gedächtnis an einem Strand aufgewacht und habe mich durch einen Wald voller Monster hierher geschlagen. Und hat dann angenehmer Aufenthalt noch. Too much information. Ich muss schon sagen, ein wirklich sehr schöner Flur. Ja, da kann ich nur zustimmen. Dieser perfekt akzentuierte Minimalismus, schlicht und doch elegant. Ja, wir müssen dann aber auch mal wieder... Ja, ich kann mal nicht durchgehen, natürlich nicht. Okay. Hallo, was wollt ihr? Ah. Den Bürgermeister sprechen, ein halbes Pfund Met oder wieder gehen? Hätten wir ein halbes Pfund Met. Wie meinen? Das war natürlich nur ein Scherz. Ah. Oh. Da will ich aber einen Mad Eagle haben, ja. Ja, wir wollen den Bürgermeister sprechen. Ihr habt Glück, der Bürgermeister hat gerade Zeit. Sein Büro befindet sich direkt die Treppe rauf. Also muss ja richtig hier Großstadt sein, ne? Wenn der Bürgermeister sogar zwei Mitarbeiter hat. Oh, Besuch, was kann ich für euch tun? Ich esse hier gerade mit Mittag, ne? Ignorieren Sie die Flasche Whisky, die da steht. Hat ein bisschen Durst, Schätzelein, ne? Und das ist eine lange. Es ist so, wir sind gestern an einem Strand südlicher von hier aufgewacht und mussten feststellen, dass wir unser Gedächtnis verloren haben. Genau. Und jetzt wollten wir Sie um Rat fragen. Wir wissen nicht mehr weiter. Kennen Sie vielleicht eine Möglichkeit, unser Gedächtnis wiederherzustellen? Absolut, ich bin, Ich kenne so einen Kräuterkundigen, der kann euch garantiert helfen, oder ein Magier. Ja, der gute alte Gandalf, der macht das, der hat noch ein bisschen Reggae dabei, ne? Ja, das ist der Typ, der guckt sich gerade einen Flur an. Das stimmt, was ihr sagt, dann weiß ich vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit. Natürlich stimmt das, warum sollten wir denn lügen? Bitte sagen Sie uns, was wir tun sollen. Nun, es gibt da einen alten Mann. Natürlich einen alten Mann. Natürlich. Der ist natürlich ein alter Magier. Der für lange Zeit hier in Marles gelebt hat. Er besaß die Fähigkeit, die Vergangenheit und die Zukunft eines jeden Menschen zu erkennen. Ah, ein Wahrsager, okay. Ja, das wäre noch schlimmer. Das können wir doch nicht über den Magier, bitte? Ja, ich will den Magier oder so eine Hexe oder so, ja. Vielleicht, die so einen Trank herstellt. Oh Gott, okay, wir suchen also einen Wahrsager. Von nah und fern kam Menschen angereist, um sich von ihm das Schicksal vorhersagen zu lassen. Das ist wirklich ein Wahrsager. Doch schon bald wurde er diesen vielen Trubels leid und er zog sich in die eisige Region des Nordens zurück. Und da haben wir unsere Quest nach Norden zu laufen, ja. Ja. Unsere Reise nach Norden.
in das Land der Skaden. Skaden? Ist das ein Skatblatt oder sowas? Die Skaden sind ein kriegerisches Volk. Sie leben ganz weit im Norden der Stadt Idun. Ist doch völlig egal. Was ist denn jetzt mit diesem alten Mann? Wenn ihr euer Gedächtnis wieder haben wollt, werdet ihr ihm einen Besuch abstatten müssen. Na, vielen Dank. Zunächst müsst ihr über den Bergpass immer weiter Richtung Norden. Danach müsst ihr den Nordwald durchqueren. Ein gewaltiger, dunkler Forst. Herr Bürgermeister, warum ist eigentlich jeder Ort, den wir durchstreifen müssen, mit Nord gekennzeichnet? Ist das so ein Trend in dieser Welt? Das ist wie in Lufia. Ich glaube, in Lufia, wie war das? Ich glaube, das ist alles, glaube ich, mit Ost oder so. Es gibt das Osttor. Der Ostteleport, das ist auf jeden Fall auch eine Himmelsrichtung. In jeden Ort gefühlt wirst du diese eine Himmelsrichtung geschickt. Warum auch immer. Mhm. Man sagt, an dem See dieses Waldes soll es spuken. Haltet euch von ihm fern. Ja, wir werden wahrscheinlich keine Wahl haben, uns da durchzugehen, also. Dann schließlich seid ihr im nördlichsten Teil unseres Kontinents Minora, im Reich der Skaden. Am besten sucht ihr Idun auf und fragt einen der Skaden nach dem Einsiedler. Da seid auf der Hut. Dieses Volk ist dafür bekannt, äußerst streitsüchtig zu sein. Und im Norden zu leben. Klingt, als würde da ein langer Marsch vor uns liegen. Eine Reise nach Norden quasi. Hm. Na und? Willst du dein Gedächtnis wiederhaben oder nicht? Doch, natürlich. Na also, vielen Dank für die Informationen, Herr Bürgermeister. Wir machen uns sofort auf den Weg. Ich wünsche euch viel Glück auf unsere Reise. Und jederzeit in unser schönes Dorf, wenn ihr euch ausruhen wollt. Das werden wir tun. Leben Sie wohl. Na ja, tschüss. Ich muss sagen, dass mir die Sequenz halt, ja, gefallen hat, weil... No. Es ist halt... Also er hat halt versucht, das Ganze, dieses Klassiker, man kennt das ja, was auch Vampire Storm macht, mit diesem, wo man so schön sagt, Show, Don't Tell, ja? Und dann einfach nur die Figuren dastehen und er hat halt sich gesagt, okay, dann blendet er halt so Bilder ein, zu der Region passen und so. Und da kann ich mir als Spieler auch irgendwie was vorstellen und wir haben jetzt irgendwie auch eine klare Quest bekommen. So. Ja, sowas, was wir machen sollen. Und das ist, ich möchte nochmal betonen, gerade für ein Erstlingswerk, ja, finde ich, ist das schon wirklich alles ziemlich gut gemacht. Dieses Dorf ist wunderschön, findest du nicht? Ja, wirklich schön. Schön, dass es dir auch so sieht. Du brauchst nur die beste Ausrüstungsgegenstände. Ausrüstungsgegenstände ist auch wirklich ein deutsches Wort, oder? Ausrüstungsgegenstände. Ja. Dieser Georgsschlitzer. Kettenhemd. Schlangenamulett schützt zu 50% vor Vergiftung. Okay, also werden wir wahrscheinlich gleich Gegner bekommen, die vergiften können. Okay, ich kaufe mal beides noch nicht. Ich kaufe mich erst hier um, ja. Wir haben auch den Wald noch nicht komplett erkundet. Mhm. Silbermünze.
Ich liebe diesen Platz. Von hier aus kann ich alles und jeden beobachten. Silbermünze. Hey, willst du auch die tolle Überraschung gewinnen? Ich habe schon 3 Stempel. Das ist ja supi. Und Achtung, ich habe erst 0. Was für Stempel? Ja, dann musst du dich wohl ranhalten, wenn du mich toppen willst. Ich bin Aaron, der Held aus Kammer. Den zweiten Projekt von Pazu. Ja, das nie erschienen ist. Ja, das nie erschienen ist. Ah, oh, Pazu arbeitet an einem zweiten Projekt? Naja, eigentlich war es sein erstes Projekt. Aber zugunsten von die Reise nach Norden hat er es erstmal auf Eis gelegt. Mann, dieser vierte Wandbruch, ja. Ja, muss ja auf jeden Fall sein. Das ist absolut notwendig. Ja. Das heißt, du spielst nur die zweite Geige nach mir. Wuschlos. Ja. Verdammt. Ich will endlich Monstermetzeln gehen. Beachte mich gar nicht. Ich stehe nur unauffällig hier rum. Okay. Herzlich willkommen in der Questagentur von Marlis. Was kann ich für Sie tun? Eine Quest. Okay. Das macht ein 100 Falk. Wie bitte? Aber gern doch. Natürlich. Einverstanden. Okay, hier ist eure Aufgabe. Im Wald südlich von hier wachsen sehr seltene Pilze. Die sollt ihr für uns besorgen. Wir selbst trauen uns nicht in den Wald wegen der Monster, ihr versteht? Schon klar, schon gut, wird erledigt. Ah ja, eins noch. Ihr erhaltet von uns noch das Questbuch. Ihr könnt ihr immer nachschlagen, welche Quests ihr gerade für die Questagentur erledigen müsst. Außerdem erhaltet ihr noch diese Questkarte. Habt ihr die Quest einer Stadt geschafft, bekommt ihr einen Stempel. Habt ihr 4 Stempel, erwartet euch eine großartige Überraschung. Ja, also es gibt in jedem Ort dann immer so eine Stempelkarte. Eine Quest. Ja. Und das sind dann halt Sidequests, die man machen kann. Questbuch und Questkarte erhalten. Habt ihr die Pilze? Oh nein. Ja. Und dafür haben wir auch noch bezahlt. Denkt an die große Überraschung. Ja, ja. Okay. Questbuch. Suche 5 Pilze im Wald südlich von Marlis. Keine weiteren Einträge. Und das ist der Grund. Zurück. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Deswegen habe ich den Wald bewusst nicht komplett erkundet. Weil ich wusste, dass wir da nochmal rein müssen. Jetzt kaufen wir uns 2 Kettenhemden, würde ich sagen. Mhm. Dann können wir uns auch nur eine noch leisten. Eins können wir. Wir können irgendwas verkaufen dann. Und dann ja, können wir uns die 2 leisten. Genug haben. Ich hoffe, dass das Lederwams genug. Achso, die Rollskin können wir auch noch verkaufen. Lederwams können wir verkaufen. Kartoffelschäler können wir verkaufen. Und damit haben wir auf jeden Fall genug. Und noch ein Kettenhemd. Perfekt. Schön, dass wir einfach freispeichern können. Ja, das ist ein Vorteil so. Mondschein. Ich glaube, die Pilze hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, ja. Oh. Ja, ich würde immer so einzelne Gegner jetzt hier mitnehmen und andere halt nicht, ja.
Das Lichte. Hallo. Bist du ein Wichtel, oder? Ja, und ich kann euch das würde verbessern. Wirklich, das wird toll. Gleiche höhere Agilität und meins. Oh, ist wirklich nett. Kein Problem. So. Klasse, ich fühle mich schon stärker. Ja, ist immer dasselbe. Wie viel ist denn ein Tempo? Ja. Oh, na klar. Ein Catnip. Surprise. Sagt uns das aber? Der Loot ist gut in dem Spiel. Ja, wir bekommen also sinnvollen Loot. Wir können mal verkaufen das Kettenhemd. Von daher ist alles in Ordnung. Genau. Das heißt, wir konnten hier aber in dem Wald schon jetzt Loot finden, sozusagen aus dem nächsten, also aus der nächsten Stadt. Ja, da ist wieder einer. 5 Stück brauchen wir, ja. Das ist der zweite. Lisa braucht noch ihr Level up. Bitte. Was der vierte? Auch das hier wäre wieder mit Random Encounter wahrscheinlich ziemlich nervig, tatsächlich. Auf jeden Fall. Aber mit Placed Encounter geht's vollkommen klar. War hier noch was drin? Ich glaube, wir sind alle in diesem Gebiet, wo wir gerade drin waren, oder? Denke ich auch. Weil das ist der optionale Wald, wie er ihn betitelt hat. So. Und sogar schon mal hier sind, schaue ich kurz nach. Also der ist doch super kurz. Sehr schön, die hat auch Level 7. Hat aber nichts dazu gelernt. Ja, hier ist es nicht drin. Ne? Nein. Sind ja also alle in dem anderen drin, gut. Haben wir schon gedacht, aber ich wollte nochmal sicher gehen. Können wir also davon ausgehen, dass es immer innerhalb eines Gebiets dann auch ist, so eine Quest. Genau. Hier müssen wir mal die Augen offen halten. Wenn wir jetzt das übersehen haben. Ja, müssen wir. Das müssen wir ja wohl. So, hier schon mal nicht, ja? Diesen seitlichen Weg. Marginalis. Wo sind wir denn? Wir sind noch in Level 1. Ne? Das ist einer.
Ja, es lohnt sich auch, wenn du mal gleich die Mail einfach parallel offen hast. Du kannst dann mal schon nachschauen. Auf allen Maps sind 3 und im Level 2. Das Nummer 4. Das Nummer 5. Okay, ja, gut. Ich habe alle 5 gefunden. Okay, sind alle hier in diesen. Also die sind. Also 3 Stücke sind auf Level 1 sozusagen und 2 sind auf Level 2. Ist das hier gerade Level 1 oder Level 2 das Gebiet hier? Oh. Warte. Bleib mal da stehen eben. Du warst ja gerade bei einer Truhe, ne? Ja, da. Level 1. 1 links. Du bist auf Level 1 gerade noch. Okay. Da wäre einer gewesen, wo du gerade bist. Genau. Dann ganz unten rechts bei der anderen Truhe wäre einer gewesen. Ja, den habe ich. Und der dritte wäre in einem Mittelgang gewesen. Den haben wir auf jeden Fall auch. Ja, dann musst du auf Level 2. Okay. So, bei Level 2 ist der erste hier ganz ist er. Und ja, genau. Genau der. Und er sagt sogar nochmal, er hat alle Pilze. Sehr schön. Ja, ich behaupte mal sehr fair, oder? Ja, die sieht man zumindest auf der Map. Können wir raus in diesen Weg hier lang gehen, weil wir den, glaube ich, beim letzten Mal nicht gegangen sind, weil wir da nach oben links einfach gegangen sind. Okay. Aber um sicher zu stellen, dass wir den ganzen Wald immer abgelaufen sind, um alle Kronkorken, ich meine, Silbermünzen. Oh Mann. Okay. Muss nochmal dagegen kämpfen. Das fühlt sich seltsam an, um ehrlich zu sein. Definitiv. Sie sagen nochmal genau dasselbe, ne? Da hat er einfach nicht, ne? Aber er muss ja daran gedacht haben, eigentlich, dass man hier nochmal zurückgeht, weil er die Quest dorthin gesetzt hat. Das hast du ja vorher noch nicht, ja. Sie haben ja auch keine Musik, tatsächlich. So, irgendein Event stellt Wassergeist besiegt wieder auf. Deswegen ist er wieder da. Wenn wir das sehen, ob wir jetzt gleich den kompletten Dialog nochmal bekommen. Wahrscheinlich ja, oder? Gucken wir mal. Ne, ist ein anderer Switch. Ich denke nicht. Okay, dann war es quasi beabsichtigt, ja? Seltsam. Ja, ist sehr seltsam. Nun, habt ihr die Pilze geschonen? Ja, wir sind sie. Wunderbar. Ihr habt ja einen Stempel. Ihr habt jetzt einen Stempel. 30 Erfahrungspunkte erhalten. War ich davon. Wow. Das wollt ihr. Noch hier geht es in anderen Agenturen. Die haben noch mehr Aufgaben für euch. Perfekt. Okay, dann haben wir jetzt hier alle Quests auch erledigt. Mhm. Kannst du denn die Lederrüstung nochmal verkaufen? Dann verkaufen wir jetzt hier mal das Kettenhemd und das Blumenkleid. Mhm. Und kaufen 2-mal das Schlangenamulett. Ja. Ja,
Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Ich hätte es lieber wahrscheinlich Schmuck oder so nennen sollen, damit es nicht so. Ja. Haben wir. Serum haben wir 2, ja, das wird schon reichen. Wie teuer ist denn eine Übernachtung im Inn? Okay. Du musst den Weg folgen, Steve. Den Weg. Ja, Leute. Den nächsten Part geht's dann weiter. In welche Richtung? Ja, wohin wohl? Ich war DC Steve. Und? Ja, glaub mir, den 4-8. Und sie immer einen netten Kommentar und dann noch rumfreuen. Und die Glocke nicht vergessen. Tschö, tschö. Tschö, tschö.